guten Morgen zum nächsten Vlog und zur Fortsetzung von der Feigl-Kastration quasi. Jo, wir haben jetzt, was haben wir denn? Freitag früh. Ja, gestern Abend sind sie ja kastriert worden, oder gestern Nachmittag. Und ich habe sie selber runtergesetzt. Ich war um ja, halb drei, viertel elf noch am Hunden. Da haben sie alle dann auf einen Häufler geschlafen, weil es hat soweit funktioniert, ist alles soweit gut. Und jetzt bin ich Hunden. Das ist jetzt gerade kurz noch 7 Uhr, da ist es schon richtig schön hell. Passt. Ja, die Feigeler sind jetzt alle wieder recht fidel. Sind alle wieder recht fit. Die Eber, die wo es waren, das ist einmal der, oder? Der, wo den Kopf noch von hat zeigt. Der Zweifarbe da, oder Dreifarbe eigentlich. Der mit dem großen schwarzen Fleck. Und der Kleiner, der jetzt da vor der hellbraunen gerade ermatscht wird. Das waren die drei. Sind schon wieder fleißig unterwegs da unten. Und laufen schon wieder rum. Ja, ist schon wieder recht feucht. Die Feigerler, die haben jetzt mittlerweile auch recht viel Wieseln. Die gehen zwar meistens aus dem Nest raus, aber ja, manchmal läuft es halt doch einfach doof. Die haben das noch nicht so raus wie die anderen. Aber es wird noch. Da haben wir jetzt den Aneben noch. Da sieht man die Klammer noch ein wenig, falls man so sieht. Ja, die sind alle wieder fit, haben sich alle so weit, denke ich, gerabbelt. Getrunken bei der Oma haben sie auch. Die Oma mampft jetzt gerade ihr Frühstück. Schöner, leckerer Ladung Schrot. Ja, weil da einige gesagt haben, naja, 2 Kilo Schrot für eine Sau, die jetzt Feigl oder was hat, das langt. Ja, ich habe wahrscheinlich ein wenig mehr Schrot, weil ich mache immer einen Arme, das sind immer 3 Schaufeln. Theoretisch, eine Schaufel sind die 2 Kilo, 3 Schaufeln sind 6 Kilo, das heißt, die kriegen jede Dode schon 3 Kilo Schrot. Da wird es Leute geben, die sagen, das ist viel zu viel und dann nicht zu durch das ganze Gemüse und. Aber ja, solange sie auch Hunger haben und fressen und bevor jetzt da eine Sorte ist, wenn ich mir jetzt mal Feigelchen anschaue, fett ist er jetzt nicht. Es gibt ja kein Mastfutter oder sonst was weiter, sondern eigentlich bloß den Schrot und das Gemüse. Ab und an dann noch ein wenig das Mineralfutter mit rein, was ich mir extra geholt habe. Das wusste ich drin in der schwarzen Tonne ist. Und das passt. Mehr soll es nicht sein, sodass er halt satt sind. Und ich denke mir, ja, ich gebe jetzt lieber ein wenig mehr. Ich weiß, anderer Rechner oder anders, das ist dann nicht wirtschaftlich. Und man müsste ja genau rechnen und. Aber ich denke mir immer, die sollen ruhig ein wenig was haben. Normalerweise dreimal am Tag kommt dann was runter, zur Früh der Schrot und dann meistens 2, manchmal ca. 3 Arme mit Gemüse, wie gekochter Erbsen oder Spargel wurde dann wieder gekocht mit da und ja. So haben sie auf jeden Fall genug zerfressen. Zu wenig ist es nicht. Das Futter muss weg, also von daher, das Futter kostet mich ja eh nichts. Das Schrot, das wäre das Einzige, wo ich sagen könnte, das könnte mich was kosten. Also passt schon. Das ist schön, ne? So, der zweite von links, das ist ja auch eine kleine Ebe gewesen. Ah, der ist wieder recht fit. Das war ja der, der gestern am meisten drin herumgeweicht hat. Sie können alle wieder stehen, die haben sich alle wieder zusammen. Da einer, der wühlt oder so gut. Ne? Ihr Zweichler. Ja, wie gesagt, ich musste ja kastrieren lassen, das ging ja nicht anders. Ich kann keiner Ebe laufen lassen. Erstens einmal, je älter das er wird, desto schwieriger wird es. Ich habe da einen Bekannter, der da schlechte Erfahrungen gemacht hat, der hat gesagt, wenn sie deutlich älter werden und du kastrierst dann einmal an ausgewachsener Ebe, das ist schwierig, sehr schwierig. Oft einmal mit Problemen dann. Erstens einmal muss da, wenn es eine richtige Ebe ist, dann musst du aufpassen. Die können sich auch mal rumdrehen und können sich auch mal mit ihrer Haue schnell erwischen. Und zweitens muss man dazu sagen, so einen großen Eber, den musst du auch schlafen legen. Und da hat mein Bekannter zum Beispiel die Erfahrung gemacht, oft einmal, die drabbeln sich nicht mehr, die schaffen es nicht. Deswegen tut man ja normalerweise recht früh kastrieren, in den ersten 7 Tagen normalerweise. Bei mir wurde es auch innerhalb von den 7 Tagen. Man kann sich einfach nicht so sehen.
Einfach putzig. Immer wieder, wenn ich da unten bin, das ist einfach putzig, da kann ich stundenlang dabei stehen. Herrlich. Du willst jetzt raus? Zeig dich hin. Du willst raus? Das hat immer wieder viel gemacht. Schau mal. Viel Spaß. Ja, heute ist ein wenig wärmer draußen. Wir haben keine Minusgrade heute Nacht gehabt. Es ist deutlich wärmer wie die letzten Tage. Gott sei Dank. Also es war schon teilweise war es wirklich frisch, dass du jeden Abend eine Kachelofen einschüren musst. Ja, mei. Aber heute ist deutlich wärmer draußen. Die Mützen habe ich aufgesetzt gehabt, bin raus, hab's auch gleich wieder runter, weil es zu warm ist. Und mit der Jacke ist eigentlich auch schon zu warm. Die kann ich dann antauschen, die hier die dünnere Jacke. Ich denke, am Moment, das Wetter halt so bleibt. Wir könnten halt wieder die, ja, ich denke, am 15 Grad könnten wir schaffen. Gucken wir mal. Deswegen lasse ich halt da mal offen. Ist nicht ganz so schlimm. Die Rotlichtlampen wird es ja nur auch noch an. Weil da viele gesagt haben, wenn sie nicht in der Rotlichtlampe oder unter dem Rotlicht hocken, dann ist es ihnen zu warm. Also, wenn jetzt die Hände herhalten, ist minimaler Wärme vor. So wäre es eigentlich angenehm. Zumindest nach meinem Befinden. Mal schauen, vielleicht durch es auch die Tochter dann raus. Ich habe es jetzt noch hineingelassen wegen der Kastration. Aber ich denke, ich weiß jetzt die Tochter dann ausschalten können. Die werden wir dann nicht mehr brauchen. Weil die Ferkel, wie gesagt, die bilden ja sowieso Häufler, liegen aufeinander. Wenn es jetzt da nachts nicht mehr ganz kalt wird, ist es auch nicht so problematisch. Und dann was denn? Stinker. Stinker. Was ist der Stinker? Was denn? Was? Mach keinen Blödsinn. Nein. Also gehe ich hier seitlich wärmer, es funktioniert auf aller Fälle. Jo, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke, so wie es auch jetzt ausschaut, ist es ganz gut. Dann müsste es eigentlich passen. Werden wir sehen. Ich werde heute oben mal das ganze Nasserzeichen ein wenig rausrammen. Und ein wenig frisch draufstreuen. Und dann schauen wir mal weiter. Also wie gesagt, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich zuversichtlich, dass es alle packen. Jetzt sind sie fit. Na, gut. So viel da unten. So, jetzt geht's in den Wald. Vorher ist mit dem Radlader unterwegs. Klappe. Der Vorder ist mit dem Radlader unterwegs. Der hat den Greifer von da dran und hat einen alten Einachse, einen Holzeinachse dran. Schön. Und aber der sitzt, der passt. Von der Einstellung her. Aua. Meine Nummer. Oh, zu weit. Ja. So. So, wo bist du geblieben? Also er vorne ist unterwegs mit dem Radlader und mit dem Greifer hinten drauf. Mit dem Pferd geradeaus. Den Kipper hat er schon ausgefahren mit IHC, da ist dann wieder gekommen, um den Radlader zu holen. Und ich gehe auch mit denen, weil das wäre voll gleich mit IHC hinterher. Dann können wir nämlich das Zeug gleich mitbringen dann. So. Ja, Angeln haben wir ja, habe ich im letzten Video ja schon geschrieben, erst einmal eingestellt vorerst. Sein Boden ist ein Oster zu gebunden. Deswegen jetzt ein wenig Waldarbeit machen, dass die Bahn aus dem Feld rauskommen, weil die haben jetzt Feld eingeschmissen. Und ja, die ganz langen Stämme, die wollen wir dann aber mit meinen Zwerchsen holen. Da wollen wir mal mit dem rausfahren. Ohne Abdruck. Und den Zwerchsen voneinander machen und mit der Magnetbeleuchtung drauf, weil die Kabel ja dann getrennt sind. Dass wir dann ja, als Langholztransporter mit 18 Meter komplett
Spannling nutzen können. Das machen wir gut. Irgendwie so oder so ähnlich. Ja. Und das kleine Gepopel, ja, abgebrochener Äst vor den Stämmen und was der Teufel was, das sind wir jetzt mit dem Einachse. Da passt das auch. So, und ich habe mir wieder ein Sensor. Also seit der ja, Restauration, die ich jetzt habe, aber seit dem Meerricht, habe ich den Pult noch gerne nicht genutzt. So, jetzt nichts dazu. Wir finden ihn auch nicht so komfortabel. Da wohnt der alte ja eigentlich schon besser. Der war viel bequemer. Der da vom Sitzen her ist eigentlich zu wenig Luft drin. Wenn ich noch aber mehr aufbloß, dann sitze ich zu hoch. Keine Ahnung, das ist irgendwie doch voll scheiße. Von vorne. Ja, ja. Ja, bei unseren alten Achse, wo beim Eigenbau, da müssen wir die Beleuchtung neu machen. Da haben wir jetzt da ja, Umbaubeleuchtung, also Umsteckbeleuchtung drauf gemacht, die ich ja ab und an auf der Ohren nutze. Das ist einfach mit zwei Schnürlein hinten angebunden. Radlader von einer mit einer Kabel verbunden, dass du halt eine Beleuchtung überhaupt hast. Ich muss aber die Beleuchtung in Ulm bei dem Hänger, aber da gehört ein Stück Bugel gemacht, der ist auch gebrochen. Ja, ist halt alles nichts Neues mehr. Wird alles sein Alter. Könnte man mal ein wenig was dran machen.
heute Abend der Kobaltlackkarte raus, so wie es da reicht. Ach. Ich hab den Mittwoch auf der Besprechung von der Firma gehabt. Ich habe mit dem Auto da mit durchgeprügelt. Ja, Mai. So, dann müssen wir noch halt einmal da drüben stehen.
So, ja, wir sind ein bisschen faul, ist klar. Wir tun das Holz mit einem Radlader und mit dem Greifer vorne raus. Es geht einfach einfacher. Brauchst du nicht zu blumen. So Häuflager machen, die kann ich direkt aufklicken und dann nachfahren, dann passt das. Ja, die Stämme haben wir aufgezogen. Die liegen jetzt oben her. Die müssen wir bei Gelegenheit dann einmal mit zwei Achsen holen. Die müssen wir dann von allein machen. So geht es natürlich auch, dann kann ich meinen Haufen schnell noch ein umschlichten, dann kann ich den auch komplett mitnehmen. Großer Greifer. Ja, der Stamm war definitiv kein Balkenholz. Der ist nämlich schon ja, komplett wurmig von oben bis unten. Der kommt weg. Also wurmig. Sparkenkäfer. Der hat ihn auch ganz schön mitgenommen. Also den brauchen wir nicht aufschleppen. Den wollt ihr bis zum Anhänger und dann direkt neben dem Anhänger klar machen. Ja. Ist einfach so. Aber die anderen sind vier langer Trümmer. Das eine, das waren vielleicht 8 Meter sah und die anderen sind alle 12 Meter. Da kann man durchaus einmal Balken oder was draus machen oder Bretter oder. Je nachdem, wo man es auch braucht, vielleicht muss man am Stadl einmal was erneuern und dann gibt es da was zu tun. Ja, der Lade braucht einmal das Abschmieren, nicht wundern. Der knurrt und tut. Ja, muss gemacht werden. Wissen wir, da hat der Bruder ein wenig übertrieben mit dem oft waschen. Oh, ist halt so. Muss halt jetzt einmal gemacht werden. So, und da außen lichtet sich's. Da ist dann noch ein wenig was. Wollen wir daheim gleich einmal einen Angriff nehmen? Gut, machen wir ein bisschen Freisicht noch zusammen und dann schauen wir mal. So, wir haben mittlerweile Montag, ja, das Wochenende ist rum. So viel ist das Wochenende nicht passiert, halt wegen die Stallarbeit gemacht. ja, ein bisschen Holz im Wald rausgeschleppt gehabt, das war das, was ich gefilmt habe. Und sonst, ja, ist eigentlich nichts weiter passiert. Nichts Weltbewegendes, Aufregendes. Ja, doch,
Der Vater, der hat am Samstag den Kultivator um IHC gehabt, hat unten das Feld kultiviert. Das kann ich euch da noch zeigen. Hat aber leider nicht so gut funktioniert, der Boden ist recht nass. Sind immer noch recht großer Brocken. Da habe ich jetzt vor, ich werde mir jetzt gleich nochmal die Aden schnappen. Zinken nach unten und mit einem kleinen Kramen holen wir mit Vollstoff drüber. Also schnell wie es halt geht. Wahrscheinlich mehr dritter Gang war nicht drin, weil der Boden ist recht wach. Jetzt kann es ein bisschen abdrucken. Heute Nacht hat es Schnee gegeben. War aber nicht so arg. Heute ist wieder schön geworden. Also denke ich, könnte passen. Ja, aber was ich euch jetzt eigentlich noch zeigen wollte. Also die drei kleinen Eber haben es geschafft. Sind ja jetzt dann eigentlich Borg. Der eine davon, das ist ja der da vorne gleich, der weiß mit den schwarzen Flecken hinten drauf, hinter der dunkelbraunen Sau. Ja, und ihr seht, die sind das erste Mal mit draußen. Ich habe jetzt das Feigelchen eingesperrt, der war den ganzen Tag draußen. Und habe jetzt, weil das Wetter einigermaßen schön ist und weil es nicht so eisig ist, das ist also richtig warm ist, nicht in der Sonne, ist aber eigentlich ganz angenehm, das verträgt mir schon. Habe mir gedacht, lasse ich einmal die Oma ein wenig raus, dass die auch ein wenig laufen kann. Die ist schon zwischendurch immer mal draußen gewesen, haben sich aber die Kleinen nicht mit vorgetraut. Und heute haben sie aber tatsächlich die Kleinen auch mal probiert und sind auch mal bis vor. Die werden jetzt natürlich, so vorwitzig wie sie sind, bald die Erfahrung machen, dass auf dem Zaun da der Strom ist, befürchte ich. Aber gut, da müssen sie durch und wenn sie es jetzt lernen, dann wissen sie es. Das Feigelchen hat es bis heute nicht begriffen, ich habe noch so lang. Da ist jetzt noch eine von der Eber, der ganz vorne dran, mit dem großen schwarzen Fleck. Also die sind wieder alle topfit. Quietschfidel, rennen auch rum wie die Verrückten. So wie es halt sein muss. Hat alles bestens geklappt. Wie gesagt, die hat es jetzt nicht ganz so tief schlafen gelegt. Der hat es auch zwar schon schlafen gelegt, dass er in Vollnarkosen war. Aber nicht so, dass er ja, die nächsten drei Stunden an der Doll benebelt war oder so. Sondern schon wieder relativ zügig fit geworden sind. Also das passt. Ja, und jetzt trauen sie sich ja wie gesagt bis vor. Sind sie auch frech. Da steht der eine, der mit dem braunen Ohrschindro und dem schwarzen Schwanz. Das ist auch eine von der Ebe gewesen. Also ihr seht, die sind alle noch da. Die zwei jetzt dort. Und der Kleine, der da unten rumwuselt. Der macht jetzt allerdings gerade Blödsinn, weil der wird gleich den Zaun kennenlernen. Aua. Aber wie gesagt, das hilft. Alles nichts. Das muss sein, wenn es früher oder später dann doch einmal einer. Die Oma passt, schau auf. Die kleine Sau, das ist auch so kultiger. Ja. Einfach schön zu sehen. Denke ich immer wieder, und die Hühner, die genießen das auch. Die wollen jetzt, ich habe heute wieder gearbeitet. Ich habe es heute früh nicht ausgelassen, die Mutter hat es dann um 3:30 rausgelassen. Also die waren da hausen quasi in dem Freigehege, aber um 3:30 hat sie es dann erst ganz rausgelassen, weil es auch noch einkaufen war. Und wenn keiner daheim ist, dann machen wir das ungern so einfach laufen lassen, war es da doch nicht. Erstens einmal, es gibt da, das, ich habe es einmal im WhatsApp gesagt, also entweder Wolf oder Hund. Es gibt da einen Hund, der wildert. Der Reh kaputt macht, da sind wir momentan mit dem Jochtpächter auf der Suche danach. Mal schauen, ob wir diejenigen erwischen. Drei Rehe hat es schon erwischt. Und ja, außerdem, man weiß in der aktuellen Zeit nicht. Man hört auch so, da waren dann Schoferfarmer geschlacht und sind verschwunden und. Ja, es kann natürlich auch da passieren. Verschwinden dann die Hühner. Aber dann ist was los. Alles klar. Gut, ich schnappe mir jetzt einmal die Aden. Die muss ich erst einmal eine Gramm über den Ohr machen. Heute sind Schädel gekommen. Hochbelastbare bzw. hochfester. Sind bis zu einer Tonne belastbar auch Schädel geschwungen. Ja, es ist ein wenig, ob es gebraucht hat oder nicht, aber schauen wir einfach einmal. Weil die wollte ich sowieso fertig machen, dass die wieder komplett ist, da ist mir ja ein Teil verloren gegangen, das zeige ich euch auch gleich. Da machen wir den Kram raus und hängen wir an. So, die Aden ist am Kram dran und ich habe jetzt da die ganzen Schägel schon neu gemacht. Ja, die Dinge, die wo eigentlich ursprünglich dran waren, wo mir eins verloren gegangen ist, das sind die. Das sind die Eisler da. Man kann sie auch sich selber schnitzen, da ist nichts dabei. Die waren normalerweise da in die Ketten eingehängt. Nein,
rumgedreht, ausgefädelt. Geht relativ zügig, geht relativ einfach das Ganze. Und dann schleift die irgendwie hinterher und ja, so passen sie ja nicht durch. Heute mit den Nachteil gehabt, die haben sich immer mal ausgefädelt zwischendurch. Da musst du es absteigen, musst du es wieder einfädeln. Gut, das war nicht schlimm, aber jetzt ist einer verloren gegangen. Und ja, das war kacke. Die war weg. Deswegen habe ich das Ganze jetzt geändert. Ich habe mir Schägel bestellt über eBay. Irgendwelche hochfesten Schägel, bis zu einer Tonne belastbar. Welche der Belastung wäre gewesen, da hätten wahrscheinlich auch nochmal eine Karabine hängen oder was gelangt. Aber ja, sind jetzt die Dinge geschwungener. Einfach einen Schägel neu gemacht, Ring oben, Ring unten. Dann hängen die Adenteile auch viel fester drauf. Klappe nicht mehr so rum. Lutschen nicht mehr so rum. Und ja, bewegen sich dann auch nicht mehr hierher, weil die haben immer den Nachteil zu, wenn die dann zu viel Spül gehabt haben, dann sind sie auch ineinander und dann haben sie schief drin angehängt und dann hast du dann nicht gescheit gezogen und nicht gescheit gearbeitet. Probiere ich es auch mal so. Die Ketten zwicke ich natürlich nicht ab, weil die Aden, die kannst du ja auch nicht rumverwenden. Das sind ja dann quasi die Adan drauf. Dann ist gut, das sind ja eigentlich die Schrauben von der Adan. Aber die kannst du auch rumdrehen, dass die Dinge noch unten zeigen. Und dann kannst du auch Wiesen ausschlafen damit. Und die reißt dann auch schöner Löcher in die Wiesen rein, macht schöner Löcher. Plus da dazu brauche ich ein wenig mehr Luft, weil die dann, wenn du jetzt nach oben drehst, die passen nicht genau da unten in die Felder rein. Also müssen die Ketten länger gemacht werden und dann müssen die Schägel quasi tiefer gehängt werden. Deswegen müssen die Ketten drauf bleiben. Ja, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert, das werde ich sehen. Muss ich gucken. Die Schägel werden wir am Anfang immer mal nachziehen müssen. Oder ja, gleich mit einem Schraubenzieher mal zugezogen. Ah ja, 6 Jahre schon. Scheiß Uhrenumstellung. Ja, auf jeden Fall. Das kann sich doch, denke ich, sehen lassen. So ist es besser, ist auch für die Straßenfahrer ein wenig schöner, weil die Dinger nicht so runde, glaube ich, nicht so rumschlanken. Dann passt das. Ja, den Kram werde ich jetzt ja, mal gucken, vielleicht da drüben rein. Muss ich gucken. Heute probiere ich es nicht mehr aus. Der Vater ist gerade mit der Wiesenschleppen unten unterwegs. Und schleppt das Ganze jetzt nochmal ab, um die Brocken ein wenig zu zerkleinern. Das kann ich euch eventuell noch zeigen, aber jetzt gibt es wie gesagt gleich Abendessen. Also mache ich jetzt danach Feierabend, die Schweinchen noch einsperren und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es da noch was zu sehen. Da unten, wo man die Staubwolke vielleicht erkennt, das ist der IHC mit der Schleppe. Ja. Möwen sind da wie verrückt. Die freuen sich. Wir behelfen uns halt irgendwie, weil Kreiselarten haben wir nicht. Wie gesagt, für die Kreiselarten wäre es am Samstag zu nass gewesen, weil den Kultivator hat sind die Walzen verstopft. Das habe ich leider nicht gefilmt, wie gesagt, das war so beschissen. Ich habe das nicht weiter gefilmt. Man hört noch, man sieht die Staubwolken. Oben drauf ist es staubig, aber unten drin, sobald es durchfährst, da ist halt trotzdem wieder Dreck. Aber er will das Feld halt jetzt so weit glatt haben und die Brocken ein wenig zerkleinern, dass er sehen kann. Er will die Gerschen ausbringen und es soll noch Möglichkeit Braugerschen werden. Ja, deswegen will er es heute noch fertig haben und ich weiß nicht, ob er es heute macht oder morgen, weil morgen hat er frei. Ich kann sagen, dass er es morgen macht. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist er gleich durch. 2-3 Mal noch hierher, dann ist er fertig. Mehr ist es nicht. Also wie gesagt, das ist die Grusa-Schleppen, die kennt ihr ja, die habe ich auch schon mal im IHC drauf gehabt, die 6 Meter Schleppen. Das ist ja nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob es jetzt rumgedreht hat oder nicht. Ich war wie gesagt nicht dabei. Ich habe jetzt auch schon mal meinen Bulldog fertig gemacht und meine Viecher. Weil ich war heute wieder erben. Ja. Wie das Ergebnis ausschaut, ich denke, da kann ich. Oh, ich drehe mal die Kamera weiter. Wie das Ergebnis ausschaut, ich denke, da kann ich dann später schon mal runtergehen. Dann können wir uns das genauer gucken. Aber wie gesagt, jetzt gehe ich erst einmal auf, es gibt Abendessen. Weil bei uns ist immer um 6er. Ja gut, die Zeitumstellung kann nichts dafür. 6er wäre so oder so. Weil wenn du zum 4er heimkommst, du hast halt immer 2 Stunden Zeit bis zum Abendessen.
Und in die 2 Stunden musst du in aller Stelle gehen. Und ja, ich habe jetzt heute vorgehabt, wie gesagt, noch die Aden fertig zu machen. Die ist fertig. Den Bulldog habe ich jetzt hinten neben den Kultivatoren aufgestellt, beim Stall. Das Sitzkissen einfach runter. Normal passiert nichts, selbst wenn es ein Regen oder was kommt. Das ist kein Drama. Da war der mal nass. Ja, aber eigentlich soll es ja eh schön bleiben. Gut, gucken wir mal. So, ich gehe jetzt zum Essen. Ja, jetzt wird es mittlerweile dunkel. Abendessen ist beendet. Jetzt laufe ich doch einmal runter. Man wird leider nicht mehr so viel erkennen, aber ja, abgeschleppt hat er vorhin. Die Gruser schleppen hat er aber aufgerammt in die Jochthalle rein. Das Ergebnis ist scheiße. Hat er gleich gesagt, hat eigentlich nichts gebracht. Ich habe mich gewundert, dass er dann weitergemacht hat. Ich habe dann gedacht, na gut, wenn es nicht so toll befindet, dann hört er vielleicht auf. Aber gut, er hat es doch probiert. Das ganze Feld. Ich höre den IHC. Ich sehe den IHC, da unten kommt er rauf. Das ist so eine IHC, der hat jetzt die Gruser Kreiseladen vom Bekanntenkult, eine 3 Meter Lely. Ihr kennt die Kreiseladen, das ist die mit der komischen Spirolwalzen hinten dran. Ja, nicht optimal, mit einer Baggerwalzen, so eine Standbaggerwalzen wäre schöner. Hat er die überhaupt dran? Das ist auf jeden Fall die IHC, das höre ich. Ja, der hat hinten was dran. Ja, Ergebnis ist jedenfalls, naja, nicht gerade berauschend, ihr seht schon. Es sind teilweise noch so riesen Klumpen dabei, aber wirklich richtiger Klumpen, Knüppel hat die Dinge. Ja, und dann halt so ein Buggerles Pisten. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch was erkennt. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, aber es ist wirklich so, halt wo die Bulldog-Spuren sind. Du siehst genau da, wo eine Bulldog-Spur, da eine Bulldog-Spur, Bulldog-Spur, Bulldog-Spur. Das hat man einfach reingedrückt. Das ist scheiße. Na, jetzt hat er, wie gesagt, die Gruser Aden, die Gruser Kreiseladen-Kult, denke ich. So, ja, das ist der IHC. Ich höre noch doch. Den Bulldog erkennst du. Das Pfeifen hörst von weitem. Ja, wenn er die jetzt kult hat, ja, muss ich halt dann nochmal schauen, was er sagt. Vielleicht können wir sie dann gleich so deichseln, dass wir an das Ding, wenn er es auch wirklich dabei hat, die Seemaschine gleich mit dran machen, dass wir am nächsten Tag noch auch überfahrt haben. Mal gucken. Mal was sehen. Naja, schauen wir mal. Gut. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Der war jetzt drüben. Ja, und der Bekannte war gar nicht da. Also hat doch nichts hinten dran gehabt. War zwar ausgemacht, aber das Problem ist, es stehen auch 2 Kreiselarten drüben. Auch die wir quasi nehmen könnten. Seemaschine wäre drauf gewesen, die hätte er ja absatteln können, wäre kein Problem gewesen. Aber 3 Bulldog davor und für die Bulldog hat er Schlüssel dort. Ja, Mist. Jetzt müssten wir halt gucken. Eventuell dann morgen. Naja, das Ziel ist jetzt auf jeden Fall, hat er vorher schon gemahnt, selber Kreisladen anzuschaffen. Er hat auch noch bei E-Bikes gehabt, die ist leider weggegangen. Also bei den Kleinanzeigen, die hätten auch interessiert für 800 Euro. Hätte gepasst gehabt, wäre sowas gewesen, wie er will. Also so im Maß ca. 2,50 Meter wäre eigentlich ideal, weil die Seemaschine hat glaube ich 2,85 Meter eingestellt. Können wir Stopper zusammenziehen auf 2,50 Meter. Dann die das anpassen. Dann geht es schön zu der Kreiselecke passen. Naja, mal gucken. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, wie wir es machen, weil die Buggerlistpisten sagt, das ist halt scheiße. Da liegt das Getrau in die Furchen, liegt es dann oben drauf. Und in die Buggel oben her, du drückst das Getrau so tief neu, dann wächst es schlecht auf. Schauen wir mal. Na gut, mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sagen. Das ist das Ende vom Video. Wie es weitergeht, erfordert dann demnächst. Ich wünsche euch was. Servus.